Heinz Erhardt, Tiergedichte. Die Katze hat ein gelbes Fell und sitzt auf meinem Schoße. Sie mag gern Fisch und eventuell auch Schmorbraten mit Soße. Auch fängt sie Mäuse dann und wann und ab und zu, was sehe ich, mal einen Vogel, doch nur dann, wenn er des Flugs nicht fähig. Oft bleibt sie meiner Karte fern, dann weilt sie gegenüber. Sie hat zwar meine Karte gern, doch ist ihren Kater lieber. Es wollte eine kleine Maus im Keller wohnhaft hoch hinaus. Und eines Nachts auf leisen Hufen erklomm sie 98 Stufen und landete mit Weh und Ach ganz oben, dicht unter dem Dach. Dort wartete bereits auf sie die Katze Doremi. Kaum, dass das Mäuslein nicht mehr lebte, geschah's, dass eine Fledermaus ein paar Mal um die Katze schwebte, zur Luke flog und dann hinaus. Da faltete die Katz, die Dreiste, die Pfoten und sprach: »Ei, wie süß! Da fliegt die Maus, die ich verspeiste, als Engelein ins Paradies.« Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch, und denkt: »Da wart nicht lange ich, die Maus, die fange ich.« Die Maus jedoch spricht in dem Bau: »Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau. Ich rühre mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen.« Da plötzlich hört sie statt »Miau« ein lautvernehmliches »Wau, wau« und lacht. »Die arme Katze, der Hund, der Hatze. Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen.« Doch leider, nun man ahnt's bereits, war das ein Irrtum ihrerseits. Denn als die Maus vors Loch hintritt, es war nur ein ganz kleiner Schritt, wird sie durch Katzenpfotenkraft hinweggerafft. Danach wäscht sich die Katz die Pfote und spricht mit der ihr eigenen Note: »Wie nützlich ist es dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann.« TV 21 Austria. Einfach anders.